Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty, Rusty, Rust! Ich musste hier gerade noch mal das Garagentor rausnehmen, nochmal abreißen, weil, was haben wir natürlich vergessen? Den Boden, Leute. Den Boden. Das Wichtigste. Warum ist ein Boden? Ein Boden. Danke. Warum ist ein Boden so viel besser wie ein Regal? Wann gehen die Garagentore nicht mehr kaputt? Ach nee, da hat es reingepackt. Okay, schon sagen. Ganz einfach. Wenn die Raider kommen und euch von oben raiden, hier ist noch ein Garagentor drin ist, kommen sie nur an die oberen beiden Kisten. Also die unteren beiden Kisten sind safer wie die oberen beiden Kisten. Natürlich nur, wenn sie euch von oben raiden. Habt ihr jetzt aber nur ein Regal hier drin mit 4 Kisten drin? Ja, wenn sie von oben kommen, können sie alle 4 Kisten looten. Das ist der Unterschied. Von daher mache ich es immer so. Kann jeder für sich halten wie ein Dachdecker. Für mich ist es auf jeden Fall sinniger. Gut, dann mache ich gleich weiter. Da kommt noch ein Rahmen rein, da kommt ein Locker rein. Aber jetzt machen wir erstmal andere Sachen. Gut, die Garagentor kann ich noch setzen. Die beiden Dinger kann ich auch noch setzen. Holz lasse ich mal hier. So, da haben wir es. Da haben wir es auch. Wie gesagt, obwohl ich muss das Garagentor, glaube ich, eh zuerst reinmachen. Ach, scheiß drauf, komm. Machen wir das auch noch eben rein, da den Rahmen. Weil es halt erst am überlegen, ob ich eine Wand mache. Hier, weil eine Wand wäre natürlich nochmal safer wie ein Garagentor. Aber so kann ich da nochmal einen Locker hinstellen. Guck gerade mal. Ne, ich mache eine Wand. Scheiß auf den Locker. Warum? Kein Holzen. Sag doch was. Ich mache eine Wand. Kann ich zur Not nochmal aufwerten, die Wände, dann ist das auf jeden Fall so mein Safe-Star-Loot-Raum. Sollte sich eigentlich von alleine reparieren. So, weiter geht's. Ach, hier habe ich noch gar nichts gesetzt, hier aber. Ja, gut, dann lager das mal da. Haben wir das schon mal noch für den Raum, dann sind die Räume nämlich schon mal safe. Darum geht es mir gerade. Auch hier, die könnte man auch noch auf IQ wieder aufwerten. Ich kann auch hier einen Locker stellen, ja. In der zweiten Etage, dass wir unten echt nur so den High-End-Loot machen. Ansonsten habe ich jetzt noch 2 Doppeltüren, die können wir hier reinmachen. Ja, wir müssen nicht überall Garagentore haben. Gerade hier bietet sich das sehr gut an. Wenn wir hier so schöne Vierecke haben. Zack.
haben wir natürlich kein Holzen. Na gut, Leute, dann machen wir das eben fertig. Komm, nützt nichts. Weil hier die Sonne auch raus. Alter. Nehmen wir das eben raus, weil wie gesagt, den lasse ich zerfallen. Also ist zwar irgendwo ein bisschen schade drum. Ich muss mal gucken, vielleicht erhalten wir ihn auch. Ich weiß es noch nicht. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall hier die eine Dachluke rausnehmen. So. Das nehmen wir schon mal raus. Den Rest müssen wir mal gucken, wie es so ressourcentechnisch ausschaut. Deswegen lasse ich hier alles andere auch erstmal drin. Weil da ist auch noch die Flugabwehr drauf. Das können wir aber so lassen. Das eine Garagentor lasse ich auch hier drin. Das geht zum Bauschrank. Das ist okay. Hier ist ja auch unser Holzen. So, perfekt. Ach, guck mal, die sogar vier geworden. Haben wir doch. So, hier können wir hier auch noch mal ein bisschen in den Hof gucken. Alles juti, alles schicki. Kisten und so weiter. Hier müssen natürlich Garagentore rein, ja. Klar. 5 Stück an der Zahl. Ja, ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht mache ich hier auch Doppeltüren und... Haben wir hier noch eine Doppeltür? Ja. Auch noch ein Garagentor. Okay. Hier auf jeden Fall ein Garagentor. Aber hier in diesen Dingern könnte ich halt einfach auch eine Tür machen. Das ist okay. Machen wir eine Tür, hier nochmal eine Tür, weil dann kann ich die gegenseitig blocken auch. Und dann machen wir hier noch 2 Garagentore. Damit kann ich leben. Dann sind es 4 Blechtüren, 3 Garagentore, wenn sie durch die Türen gehen wollen. Bis sie überhaupt mal an der Wand sind. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass da einer durch die Türen gehen wird. So. Jetzt gehen wir mal zum Outpost. Können noch scrappen. Ich überlege gerade. Nee, wir gehen direkt zum Outpost. Können ein paar Fässer noch mitnehmen unterwegs. Können wir den Jackie mitnehmen. Der ist eh durch. Können wir ein paar Fässerchen mitmachen. Geht schneller wie mit dem Ding. Und dann kaufen wir ein bisschen ein. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Stein drüben, ne? Ich wollte noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. Jetzt nicht so mega viel. Aber wir haben in der anderen Base ja noch noch fast 40k Stein. Ja? Also kann ich hier ruhig jetzt nochmal 10, 15k oder was ruhig mitnehmen, in Holz umwandeln. Finde ich okay. Ja, wie gesagt, das reicht doch erstmal. Ich muss jetzt nicht überall komplett über alles reinsetzen, durch die Türen. Gehen eh die wenigsten Leute. Hier werden sie außen durch die Wand gehen. Ich glaube auch nicht von oben. Wohl, wer weiß. Also wichtig sind die Loot-Räume, dass da überall Garagentore vor sind. Ich nehme mal 1, 2, 3. Ich nehme 16k mit. Fertig. Da nehme ich nochmal Holz für mit. Dann haben wir Holz auch liegen. Weil ich habe ja ganz gut was verbaut. Und ich muss ja dann natürlich noch einbrennen die Tage. Und ja. Set the plan. Schauen wir mal, ob das umsetzbar ist. Leider noch kein Strom. Ich weiß auch nicht, ob ich Strom noch hinkriege.
Mein Pferd steht hier, gehen wir hier lang. Wohl, eigentlich soll ich ohne Pferd gehen, dann können wir echt Fässer mitnehmen. Soweit ist aus dem Posten nicht. Pferd mitnehmen, muss ich immer abspringen und das ist auch scheiße, ne? Ich gehe so. Alles gut. Obwohl, ich nehme den Jackie mal, können wir noch ein paar Ressourcen mitnehmen. Falls wir was finden. Obwohl, dann kriege ich sowieso, kriege ich wieder nicht mehr mit zurück, dann ist auch Schwachsinn. Nee, mach Fässerchens. Können wir ein bisschen scrabben. Wie gesagt, hole ich ein bisschen Metallerz, Holz und dann noch ein, zwei Jackies. Hau ich jetzt nochmal alles raus, was wir haben hier. Scheiß drauf. Könnte auch an der Kuppel lang gehen und die Ölfässer mitnehmen. Müssen wir mal gucken. Ja, noch steht die Werkbank 3 drüben. Ja, wegen Kosten muss ich mal gucken. Kann ja auch nochmal den Turm und die Base drüben so für den Tag erhalten. Müssen wir mal gucken. Und wir können uns mal den Shop angucken. Da sieht man den Outpost schon. Also. Ja, das ist echt ein Katzensprung. Ey. Kleine Map halt, ne? Ding ist, ich darf jetzt keinen Scientist töten. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn die anderen irgendwo rumtunen. Sicherung muss ich noch mitnehmen. Oh ja, da auf jeden Fall Geschütze drin, jetzt Solar auf dem Dach. Da habe ich schon eine Batterie haben. Anscheinend ist kein Strom drauf. Kurios. Ja, Türen werden einige sein. 1, 2, 3, 1. 1, 2. Ein bisschen Viereck. Ja, vielleicht sind es sogar nur 3. Ansonsten geht er nochmal durchs Dreieck. Ist die Frage, was drin ist. Also. Ob er schon geleert wurde oder nicht. Und ja. Wahrscheinlich ist gar nichts drin. Super, verschwindet der Loot. Hau ab, du Kacksau.
Kann man Wölfe hier noch. Na, Mr. Cool. Guck mal, Kupfer 80 hier. Klingen nehmen wir mit. Klingen müssen wir ja ein paar herstellen, ey. Zahnräder muss ich mitnehmen, Stoffen, also Seile haben wir genug. Können wir den eigentlich scrappen? Eine Klinge. Eigentlich gelernt habe ich ihn, aber wie gesagt, ich werde hier nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwie in Rüstung rumzurennen. Suit an und Arschlecken. So, alle. Do it. Kann ich öfter kaufen, oder was? Okay. Boah. Dauert ja ewig. 30 kann ich. Ja, dann pack das doch auch zusammen, Alter. Ich wollte eigentlich noch Jackies mitnehmen. Das heißt, eigentlich muss Jackies mitnehmen. Pfeil können wir droppen. Können noch 2000 Holz brauchen. So. Ist der Stack voll? Lassen wir den weg, kann ich 2 Jackies mitnehmen. Perfekt. Perfekto! Kosten Solarpanel. Ist gar nicht schlecht, weil Solarpanel kostet 25 HQ. Was kostet mich ein Autoturret? 400, das ist ein Schuss oder was? Wo war der scheiß Jackie denn? Hier oder was? Okay. 2 Jackies reichen. Nice, Holzen, hier 5k. Weißt du was? Nice, 8k. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich sonst immer Holz gekloppt habe, wie so ein Bekloppter. Na gut, was soll das sonst in der Nacht machen? Ihr seht, was hier rumliegt, Alter Belly. Da fliegt ein Flappy. Das ist nicht der Heli. Schade. Wo fliegt der hin? Kraftwerk, ne? Kleine Sau. Oh,
Boah, eine Feder, Alter. Hier bin ich erst. Zum Güterbahnhof ist er geflogen. Denkfehler. Ja, mit dem vollen Inventar muss ich mich nicht mit ihm anlegen. Sonst hätte ich gesagt, ich haus fix in die Base rein. Und dann gehen wir mal direkt Kraftwerk. Er scheint ja sogar hier gelandet zu sein, ne? Alter, was ist denn hier überall so geiler Shit drin? Ich kann es nicht mitnehmen, ich ärgere mich doch nur. Endlich ein schwarzes Pferd, alter Belli, ey. Na, dann müssen wir gleich mal im Auge haben hier. Aber ich bin auch echt so langsam echt fertig, Leute. Ich hoffe, man merkt es nicht ganz so. Aber ist so. Alter Fickkopf, Alter. Du kleines Arschloch. Jetzt pass mal auf. Ich bin mit da meinem Editor rum. Oh, bis hin. Nicht weiter. Brauchst du echt ab in die andere Richtung, Junge? Was für feige Säcke hier rumrennen, Alter. Hä? Was ist los mit ihm? Hä? Junge, Alter, dann fight doch, dann bleib doch hier, ey, du Wurst, Alter. Wo willst du hin? Komm mal hier in die Ecke. So. Ha. Ha.
Tja, Leute, keine Ahnung. Warten mal kurz, ob ich nochmal hier lang, fließt. Ja, war wohl aufklären bei mir, denke ich. Verstehe ich ja nicht. Ich hatte ihn gefightet. Kein Problem. Ich wollte halt nur mal jemanden Inventar leer machen, ne? Also. Wahrscheinlich gibt es dann wieder einen Offline-Raid. Was für Würste, Alter. Ganz ehrlich. Junge, Junge, ey. Lächerlich. Hätte ihn auf jeden Fall runtergeschossen. Weiß nicht, wo er hin ist. Da hat er geguckt, dann ist er die Richtung geflogen und dann war er weg. Keine Ahnung, Leute. Mehr als versuchen kann ich es nicht. Ist ein bisschen schade. Irgendwie will keiner fighten hier. Schon das zweite Mal. Militärtunnel war es genauso. Ein Schuss und dann gleich verpisst. Also. Nur weil man. Nur weil man kurz in die Butze geht und sein Inventar leer macht, heißt halt nicht, dass man nicht wieder rauskommt. Also. Geht bestimmt nicht mit dem vollen Inventar im Kampf, Alter. Aber sonst habe ich kein Problem damit. Ja, ist ein bisschen schade. Naja. Ich denke, das war's, Leute. Ich denke, das war eine gute Session. Ja, Leute. Ich denke, das war's für mich. Ich werde jetzt, beziehungsweise ich muss natürlich jetzt noch ein bisschen was machen. Ich muss jetzt noch den Loot rüberbringen in die Butze. Ja. Muss mal das Autotürbett hier aufnehmen. Macht es keinen Sinn, das ganze Holz hier reinzuballern. Deswegen mache ich das mal eben nur so. Ihr seht, ich habe hier natürlich vorhin schon Türen auch rausgenommen. Pack das jetzt mal eben da rein. Das da. Das nehme ich schon mal mit rüber. Ein bisschen Holzen können wir hier lassen. Die beiden kleinen Öfen, wer weiß, weil die Werkbank steht eh noch hier. Da wird sich so schnell auch nichts ändern. Gut, der Rest muss ich gucken. Ich muss ein bisschen hin und her rennen. Ich werde die auch noch schon mal irgendwo hinstellen. Die werde ich schon mal ein bisschen laden mit dem Generator, denke ich. Oder ich habe ja auch ein Solarpanel 2. Muss ich auch mal gucken. Ja, das sind jetzt aber alles Dinge. Das muss ich noch alles abbauen hier. Sind jetzt halt alles Dinge, wo ich, ja, was soll ich das aufnehmen, Leute, ne? Ich werde jetzt Kisten stellen, werde alles von da drüben hier rein einlagern, werde gucken, dass ich noch irgendwie ein, zwei Garagentore baue oder,
Blechtür noch ausbaue. Drüben ist noch eine. Ich werde drüben auch noch eine Blechtür rausnehmen, dann wird das drüben alles billiger. Dann haue ich da noch ein paar Ressourcen rein, dass das auf jeden Fall nochmal hält. Für einen Tag oder zwei. Und dann werde ich nochmal drüben spawnen, werde versuchen, den Stein rüberzuholen. Ja, das ist, was ich jetzt mache. Und dann gucken wir mal, ob wir geradet werden oder ob wir morgen nicht geradet sind. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, mit Strom wirklich hantieren schaffe ich heute nicht mehr. Ich werde nur noch die Batterie hinstellen, dass die schon mal ein bisschen lädt. Den Solarpanel kann ich später nochmal dann wieder umbauen. Das ist nicht das Problem. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Alles andere wie immer in die Kommentare. Und ja, ich werde also morgen nochmal ein bisschen rusten. Schauen wir nochmal, was noch so geht. Und ob wir vielleicht nochmal einen kleinen Raid ansetzen können. Großen, ja, da müsste ich viel zu viel farmen für. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr hinkriegen. Muss jetzt gleich erstmal rüber. Muss mir Licht holen. Und ja. Set the plan, Leute. Set the plan. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüss.